Yo, Leute, na dann herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge angespielt. Wir spielen heute Pool Nation und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in den Einspielermodus. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein 9-Ball-Turnier und gehen damit auf Tour. Wir gehen in die Sky Lounge Cup und würde sagen, wir starten hier direkt in die erste Runde. Okay, das heißt, weiter. Okay, mit 1 bis 4 kann ich Dinge überspringen. Ich würde sagen, wir überspringen jetzt auch mal das hier. Ah. Original sieht für mich am besten aus. Wir müssen noch die einspielen. Unser Ziel ist es, als erster quasi den 9 einzulochen. Wir müssen aber die Bälle der Reihe nach anspielen. Slow Motion hier schon mal die 4 versenkt. Da die schon ziemlich flatt ist dran, oder? Nein, ich bin dran, weil ich ja was versenkt habe, genau. Das heißt, hier ist die 1, das heißt, wir versuchen jetzt mal die 1 zu versenken. Also mit den Linien, das ist ja noch Pipifax. Also solange die Linien da bleiben, wie die Kugel fliegt, ist das ja alles kein Problem. Hallo. Hallo. Du bist jetzt gerade in einer angespielten Aufnahme. Congratulations. Ich weiß. Hallöchen, meine Freunde. Was muss ich jetzt eigentlich anspielen? Ich glaube, die hier. Ich spiele gerade 9-Ball. 9-Ball? Golf oder was? Nein, das ist Billard. Okay. Gut, dann will ich nicht weiter stören und gehe raus. Jo. Wir sehen uns irgendwann wieder, Freunde. Auf Wiedersehen. Tschüss. User disconnected from your channel. Ja, aber Flatt ist scheinbar nicht so der Schlaue. Er hat gerade eben... So, ich muss ja die 2 anspielen. Die Frage ist, schaffe ich es, die 2 so anzuspielen, dass sie da drüben ins Loch fliegt? Ich spiele einfach die 2 gar nicht an. Ja, ich weiß, dass die erste Kugel falsch getroffen war. Darum durfte er jetzt die Kugel sich hinlegen, wo er wollte, und er locht die 2 ein. Aber wisst ihr was? Ich gewinne trotzdem. Weil der ist schlecht. Der ist genauso schlecht wie ich. Ja, das hier ist die 3, genau. Wir müssen jetzt hier nämlich mit Hilfe der 3 am besten da hinten die Dings... Oh nein, wir sollten nicht unsere Kugel rauslupfen. So, ich habe die Weiße mit versenkt, aber ich habe auch die 8 versenkt. Ach, darum hat es keine Punkte gegeben, weil die 8 mit reingefallen ist. Okay, auch gut zu wissen. Na, sag bloß, ich verliere jetzt hier gegen den ersten Gegner. Ich muss erst einmal die ganzen Regeln hier wieder verstehen. Aber gegen den ersten verlieren halte ich jetzt eigentlich doch für unwahrscheinlich, wobei er mich jetzt überholt hat. Aber eigentlich entscheidet ja die 9 das Spiel und noch hat er die 9 nicht. Ja, okay. Leute, das war schon mal richtig schlecht von mir. Damit habe ich das quasi schon verloren, aber ich würde sagen, warum nicht? Wir probieren es einfach nochmal. Ja, der Punktestand geht verloren, ich weiß. Aber diesmal lassen wir ihn anfangen. Er hat auch schon eine Kugel eingelocht. Ach, das war jetzt ein Skillshot angeblich. Ja, was ist denn jetzt mit dem los? So,
Sowas hat er aber vorhin hier nicht abgezogen. Meine Güte. Okay, vielleicht wird es doch nicht so einfach, die Gegner hier zu besiegen. Weil die können scheinbar doch spielen. Aber ich denke mal, so kriegen wir ihn rein. Dann muss die 4 und danach die 5. Also wir schieben die 4 am besten einfach mal direkt rein. Also am besten die 5 direkt weg. Nicht über den Tisch schießen. Komm schon, die geht noch rein hier. Jetzt habe ich die 3-Kugel-Sequenz geschafft und jetzt wird das Ganze hier etwas komplizierter. Das heißt, wir versuchen mal den jetzt so hinzulegen, dass der andere damit auch nichts anfangen kann. Und hauen sie damit auch noch rein. Ja, das war jetzt eigentlich eher weniger gewollt, aber okay. Warum nicht? Eine 4-Kugel-Sequenz schon am Laufen. Ich muss die 9 versenken. Die 9 gewinnt quasi das Spiel. Das heißt, alles bis jetzt war eigentlich nur für die Punkte. Aber so, denke ich mal, versenkt er die 9 jetzt auch nicht. So, jetzt muss am besten der da hinten in das Loch rein. Wunderschön. Und jetzt die 9, komm schon, der liegt doch perfekt. Naja, nicht ganz perfekt, aber es geht. Geht auf jeden Fall. So, die 9 ist auf jeden Fall jetzt drinnen. Und die weiße bleibt liegen. Leute, gewonnen haben wir das. Mit 2-Kugel-Sequenz alle Bonusaufgaben freigeschaltet. Ich denke mal, da kann man sich nicht beschweren. Und dann gehen wir einfach mal direkt weiter zum nächsten Gegner. Also wir müssen jetzt weiter gegen den spielen. Oder geht's jetzt weiter? Nein, es geht weiter. 3 Sterne hier bekommen. Das heißt, jetzt spielen wir hier gegen unseren zweiten Gegner. Gewinne das Spiel. Möglichst viele Punkte mit Single Shots machen. Okay, das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, hier. Let's go. Leider ist nichts reingegangen, aber ich glaube, ich habe es auch so gelegt, dass er ein bisschen Schwierigkeiten kriegen könnte. Ja, hat gepasst. Okay, jetzt brauchen wir die und danach die da drüben. Das heißt, wir versuchen jetzt am besten mal mit der direkt die da drüben wegzukriegen. Komm schon, komm schon. Ah, perfekt. Das war ein Skillshot, Leute. Aber jetzt brauche ich ja Skill. Weil ich jetzt die da hinten nämlich treffen muss. Kann ich die Kugel andrehen? Ja, kann ich. So schieße ich sie rein, blöderweise. Also ich kann sie treffen, ich kann jetzt natürlich mal versuchen, die Andrehung in diese Richtung zu machen. Hoffen, dass das jetzt klappt. Nein! Jetzt hat das natürlich nicht getroffen.
Schade. Auf jeden Fall ein cooler Versuch. Aber Leute, das können wir noch hier. Erst einmal die 8 weg. Jetzt kommt der natürlich von der Kante aus wieder zurückgerollt. So, wo ist jetzt die 5? Ah, da die orangene. So, und die 6 könnte schon schwieriger werden. Macht er auch. Und jetzt hat er einen Fehler gemacht. So, und jetzt gewinnt sich. Hoffe ich. Weil der hier ist jetzt nämlich auch nicht einfach. Naja, hätte besser laufen können. Aber für ihn ist der jetzt auch wieder nicht einfach. Jetzt glaube ich, habe ich es. Jetzt liegen die Kugeln eigentlich gut. Jetzt liegen sie echt gut. So Leute, das war's dann jetzt. Perfekt in die Linie gespielt, nicht mal gegen die Kante gekommen und das Ding gewonnen. Auch wieder mit allen drei Herausforderungen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Bonus hier freigeschaltet. Ich würde sagen, wir machen den Bonus. Okay, wir müssen 3 Bälle mit nur einem Stoß einlochen. Ah ne, mit möglichst wenig Stößen. Der ist weg. Ich hoffe, der rollt jetzt auch da hinten rein. Ne, leider nicht. Ich denke mal, ich mache zuerst den hier hinten. Jetzt hoffen, dass ich die blaue von hier aus treffen kann. Also ich würde sagen, Leute, mit 4 Stößen kann man es auf jeden Fall machen, 3 Kugeln einzulochen. Schauen wir uns jetzt mal an, was der Werte hier macht. Sein erster Stoß war schon mal eine Niete. Sein zweiter Stoß war die erste Kugel. Sein dritter Stoß war die zweite Kugel und lass mich raten, beim vierten haut er jetzt auch die nächste rein und dann ist es ein Unentschieden. Nein, er verkackt. Und damit haben wir es schon gewonnen. Weil er hat 5 gebraucht. Das heißt, wir haben den Bonus auch noch mitgenommen. Ah, jetzt kommt die zweite Runde hier. Ist klar. Jetzt, wenn wir die erste gewonnen haben, natürlich will er hier Revanche fordern. Aber es scheint nicht besser zu werden für ihn. Ja, okay. Die ist jetzt ja wirklich geschenkt, die Kugel. Aber die macht er jetzt, denke ich mal, nicht. Die könnte er jetzt machen. Aber dann hat er trotzdem diesmal sogar 6 Stöße gebraucht. Das heißt, gut für mich. Nein, er hat es nicht mehr geschafft. Das heißt, ich möchte den Ball... weil wir von hier aus anstoßen. Zwar hoffe ich nämlich, dass ich es schaffe, direkt die erste so reinzuhauen. Naja, fast zumindest. Das heißt, die blaue liegt jetzt sehr einfach. Dann müssen wir gleich so legen, dass wir am besten direkt die rote danach kriegen. Also nicht mit zu viel Schwung.
Ja, sieht gut aus. Die rote ist damit, denke ich mal, auch drinnen. Jetzt fehlt nur noch die 9. Ah, die 1 ist es. Entschuldigung. Aber ich glaube, die wird jetzt nichts, oder? Ah. Aber egal. Der Stoß hier macht's. Und damit haben wir das auch gewonnen. Und haben wir das Spiel gewonnen und damit wieder einen Stern abgesandt. So, gewinne das Spiel. Und dann brauche ich ziemlich hohe Matchballpunkte. Okay, die spielt auf jeden Fall schon mal besser mit einem Skillshot und direkt den nächsten Treffer hinterher. Und ich denke mal, die 2 holt sie jetzt auch noch. Wo ist die 3? 3 ist schon weg. Ne, die 3 ist noch hier. Aber die 3 hat sie leider verhaut jetzt. Gut für uns. Weil die sollten wir jetzt auf jeden Fall kriegen. Was war denn das jetzt? Weil es verhungert. Versager bin ich hier wirklich. Naja, das war jetzt echt verdient, dass ich das hier verliere, wenn ich das jetzt verlieren sollte. Das war jetzt echt verdient. Weil der hätte reingemusst. Aber ich kann es immer noch gewinnen. Das ist ja das Gute bei neuen Ball. Selbst wenn man mal hier irgendeinen Mist baut, man kann es noch gewinnen. Solange man den Mist nicht beim letzten Ball baut. Weil es geht ja quasi eigentlich nur ums Einlochen der 9. Kugel. Und das kann ich ja immer noch. So, für die 8 liegt es auch wieder schön. Und dann können wir hoffen, dass wir die 9 nicht verhauen. Das heißt, die 8 schieben wir jetzt am besten ganz, ganz langsam da rein. Damit wir hier schön in der Linie mit der 9 liegen bleiben. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss ich schiefe Bälle spielen, weil wir sonst in dem Loch da landen würden. Was wir jetzt blöderweise immer noch tun, das heißt, wir drehen den Ball mal in die andere Richtung an. So gut, was ich natürlich auch noch probieren kann, ist, den Ball so anzudrehen. Dann quasi mit der Stärke hier drauf pfeffern. Nein! Wenn die Alte jetzt gewinnt, ne? Nur weil die Kugeln so fies lagen, dann reg ich mich jetzt aber echt auf. Nein, sie verhaut's auch. Das heißt, jetzt kommt Final Shot, ihr Matchball und Bats. Also Spiel gewonnen habe ich auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass ich mein Ergebnis eigentlich sehen lassen kann. Okay, ich habe jetzt nur 2 von 3 Sternen geholt, aber das überlebe ich auch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch... Nein, zurück. Wir machen jetzt noch den netten Herrn hier. Beliebiger Skillshot, Bogen oder Jumpshot und gewinne das Spiel. Bogen oder Jumpshots hatte ich ja auch schon. Der hat schon mal nichts versenkt, das ist schon mal gut für uns. Das heißt, wo ist denn die 1 jetzt? Natürlich liegt die ganz da hinten. So gut, die 1 hätten wir schon mal drinnen. Ja, die Weiße habe ich mal schön ans Eck gelegt. Aber der natürlich hier wieder mit dem perfekten Ball direkt hinterher.
Also gewinnen wir das hier auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich hoffe mal nicht, dass wir das jetzt hier verlieren. Außer wir spielen wieder verhungernde Bälle. Dann verlieren wir es vielleicht doch. Aber er vertut sich auch. Und jetzt könnten wir quasi unseren Bogenshot machen. Einfach nur um die Mission abzuschließen, jetzt einen Bogen- oder Sprungshot machen. Hier auch schön hingedreht. Für die nächste und die 5 ist dann quasi wieder direkt dahinter. Das heißt, wir versuchen den auch wieder direkt hier liegen zu lassen am besten. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Skillshot, ne? Der wird jetzt allerdings schon schwieriger. So, die 3 Kugelsequenz haben wir jetzt auf jeden Fall. Hier kriegen wir auch leider wieder keinen Skillshot hin. Jetzt wäre natürlich der Skillshot perfekt. Zum Abschluss ein Skillshot. Natürlich ging der jetzt schief und der macht jetzt wahrscheinlich beide rein und hat damit gewonnen. Aufgrund meines Nichtsnutzens. Skillshot und ich habe verloren. Ja Leute, das war's auf jeden Fall heute. Ich habe das erste Turnier für euch fast komplett durchgespielt. Und ich würde sagen, ihr könnt es ja gerne auch mal selber ausprobieren. Wahrscheinlich ist das Spiel nicht mehr im Kauf, aber vielleicht haben es ja ein paar von euch sich angeschaut und können ihre eigene Meinung auch schon in den Kommentaren da lassen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt angespielt. Bis dahin, Servus und Ciao.